Meine Masterarbeit, würde ich sagen, die war, da habe ich nochmal, also das waren halt dann 6 Monate, jeden Tag 10, 12, 14 Stunden, je nachdem, zum Schluss wahrscheinlich sogar noch mehr, jeden Tag dran gearbeitet. Und ja, das ist ein größtes Learning. Also dieses der Umgang mit Komplexität, auch die Präzision. Also in so einem, also in der Masterarbeit an Uni Göttingen, da brauchst du keine Rechtschreibfehler haben. Da brauchst du auch irgendwelche Zitationsgeschichten, die nicht passen und so weiter. Da macht man es halt nochmal. Und deswegen wirklich präzise arbeiten über eine schon lange Zeit mit extrem hohem Einsatz. Das habe ich schon im Studium gelernt. Also davor ist mir das alles ja, einfach leichter gefallen. Und bis heute, also ich weiß nicht, ob es anderen Gründern auch so geht, aber immer wenn ich irgendwelche Texte von meinen Mitarbeitenden sehe, dann sehe ich Formatierungsfehler, dann sehe ich Rechtschreibfehler. Und ich glaube schon, wenn meine Investoren von mir ein Reporting bekommen, bin ich mir schon ziemlich sicher, dass die Zahlen da alle stimmen, dass da keine Rechtschreibfehler drin sind und dass die Formatierungen passen. Und das liegt halt daran, weil ich nicht aufhöre, wenn ich fertig bin, sondern wenn ich fertig bin, dann gehe ich noch dreimal drüber, mache die Formatierungen korrekt, alle Rechtschreibfehler draußen sind, gebe es nochmal zur Not einem Kollegen, dass der nochmal drüber schaut, dass es wirklich fehlerfrei ist. Und dann schicke ich es erst raus.